Ja, hallo und willkommen zu Battlefield 4. Heute mal in etwas ungewohnter Position sozusagen, sondern wir sind hier nämlich auf kaspische Grenze in Capture the Flag. Das ist ja eine Map aus Second Assault, eine von vier neuen Maps, mehr oder weniger neu. Vier der beliebtesten aus Battlefield 3. Und wieso? Ich hatte hier jetzt vor, eigentlich mal eine komplette Panzerrunde zu machen. Jetzt muss ich aber ein bisschen warten, denn der ist schon wieder besetzt. Ich weiß zwar nicht, wie das so schnell schon wieder gehen kann. Aber naja. So, in diesem Fall bin ich dann der Pionier, damit ich meinen Panzer zur Not auch mal wieder ein bisschen reparieren kann. Und ja, einen kleinen Moment noch warten. Ja, Second Assault habe ich mir nun auch geholt. Er hatte mir allerdings ein wenig mehr davon versprochen. Vorherrschaft kann ich darauf irgendwie vergessen. Die Maps sind einfach zu groß und damit wieder mal Sniper-Hochbogen. Paradies für Sniper, das kann man total vergessen. Das spiele ich einfach dann nicht mehr. Da bleibe ich dann bei den Standard-Maps. Und ja, Capture the Flag habe ich so ein bisschen schon gemacht. Aber noch nicht so viel. Wenn dann meistens nur so, ja, solche Panzerrunden, zumindest versucht mal komplette Panzerrunden zu spielen. Und Eroberung habe ich noch nicht hier drauf gespielt. Ja, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft. Capture the Flag sind ja auch nur auf mit großen Karten mit Fahrzeugen hier, außer auf Metro. Na komm, steigen wir mal hier rein. Sonst wird es hier heute nichts mehr. Und ja, spiele ich ja hauptsächlich spiele ich ja Vorherrschaft und also die Infanteriegefechte. Daher, tja, mehr oder weniger von Nutzen bisher. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh, oh, ja, machen wir mal. Anscheinend ist genau nördlich deiner Position ein feindlicher Panzerwagen im Einsatz. Was war das denn? Ist er einfach umgefallen? So, da hinten ist ein Panzerwagen. Da oben auch, aber da komme ich nicht rein. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Ja. Willkommen an Bord. Ja, hier mal so ein Heli oder so runterholen. Wäre ja auch mal nicht schlecht, aber. Habe ich jetzt überhaupt nicht getroffen? Was war das? Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Hallo? Ja, das ist nicht wahr. Wir hängen hier fest. So, das hat geklappt. Basis.
Verdammt, Achtung, der Feind hat seine Flagge wieder. Over. Der feindliche Flaggenträger ist gefallen. Ich habe eine feindliche Flugabwehr westlich deiner Stellung gesichtet. Der Feind hat unsere Flagge. Hat irgendjemand Sichtkontakt zum Flaggenträger? Der feindliche Flaggenträger ist gefallen. Shit, wo war das denn schon wieder? Da oben. So, Ralle ist erledigt. Wir hatten mehrere Kontakte, aber unsere Flagge wurde sichergestellt. Over. Oh nein, jetzt steht auch noch ein Panzer. Scheiße. Ja, Mist. Okay, dann wollen wir mal sehen. Da fällt ein Turm um. Ja, bei mir heißt es ja eher nicht Capture the Flag, sondern Protect the Flag. Ich angle ja eher weniger Flaggen, als dass ich sie möglichst mehr verteidige. Ja, mach kaputt. So, lass mich mal durch. Schon wieder voll ins Genick hier. Anscheinend ist genau nördlich deiner Position ein feindliches Fahrzeug im Einsatz. So. Das Dumme ist ja auch immer, wenn man aussteigt, um das Ding zu reparieren, dann dauert es nicht lange, da sitzt ja jemand anders drin und haut damit ab. Jetzt hänge ich hier auch schon wieder an der Kante fest. Oh, was ist denn los, Mensch? Ich komme hier nicht hoch. So, was ist da hinten eigentlich wieder? Sollten wir da mal gucken? Da jagt doch gerade jemand. Ich habe einen feindlichen Scharfschützen südlich deiner Position gesichtet. Na, bevor er noch was Böses vorhat. Gegnerische Einheiten haben unsere Flagge. Wir müssen sie suchen und zurückgewinnen. Da, sowas habe ich gesucht. Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen MG-Schützen. Westlich deiner Position. Nee, keine Chance. Feind an unserer Flagge. Westlich deiner Stellung ist ein feindlicher MG. Ach, scheiße. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Jawoll! Sag ich doch. Setz die Mission fort, over.
kann mal versuchen, da noch mit reinzukommen. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Hört er nicht drauf. Na, jetzt vielleicht. Jawohl. So, mal lieber in die Außenansicht gehen, weil hier sind sie sonst wieder mit C4 ganz schnell. Wenn wir stehen, passiert das mal schnell. Wie sieht's überhaupt aus? Ja, wie so oft. 0 zu 0 Flaggen. Ist ja auch nur... Ich glaube 30 Minuten waren das. Ich meine, es waren vor kurzem noch 20 Minuten. Runden. Finde ich eigentlich ein bisschen wenig. Gerade weil, wie man hier sieht, es durchaus vorkommt, dass überhaupt keine Flagge eingenommen wird. Flagge gehört uns. Die feindliche Flagge wurde zur Basis zurückgebracht. Oh Scheiße. Komm, hau ab. Ich meine, das bringt ja auch nichts. Ich kann ja nochmal ein bisschen reparieren. So. Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt. Ich brauche einen Mechaniker. Festlich deiner aktuellen Position. Ist ein feindlicher Scharfschütze. Ne, hier ist eigentlich ruhig. Feindlicher Flaggenträger ist gefallen. Er hat sich mit dem Falschen angelegt. Da ist ein feindlicher Scharfschütze. Westlich der aktuellen Position. Wenn man nämlich so... so ein eingespieltes Team hat im Panzer, dann kann das richtig geil sein. Ey, wieso kriegt man die Dinger eigentlich nicht weg hier? So, wo kommt er? Nirgends. Shit. Wenn er nur hier mitmacht und mich so ein bisschen schützt. Dass so ein bisschen gut läuft. Oh, 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 jetzt haben wir Feuer. Jetzt muss ich wohl auch mal raus. Nützt nichts. Ah, das wird schwer. Oh, hab ich noch erwischt, aber... Irgendwie hat mich doch noch was erwischt. So, dann wollen wir mal gucken. Da hinten ist doch schon wieder einer... Nicht erwischt. Tja, manchmal ist so eine Runde echt nach 10 Minuten durch und manchmal ist in einer halben Stunde nicht eine Flagge geholt worden. Oh! Ich glaube, das war äußerst knapp. Oh, er hat sich gerade selber vernichtet. Ah, das wär's dann nochmal. Jetzt nochmal einen schönen Heli-Kill.
Aber ich meine, wie soll man hier auch reinkommen? Und da was schnappen. Das ist nicht so leicht. Nee, das lassen wir schön. Ich habe einen feindlichen Panzerwagen genau nördlich deiner Position gesichtet. So, 8 Minuten sind es noch. Die werden es wahrscheinlich auch werden, denn ich bezweifle, dass hier noch was flaggenmäßig passiert. Mal so ein kleiner Kunstschuss oder so. Wäre doch nochmal nicht verkehrt. Da dringt einer ein. Jawohl. Oh, was ist er nu? Er hat die Flagge fallen lassen. Feindlicher Soldat! Feindlicher Soldat! Unsere Flagge ist hier in der Bahn. Nördlich von dir scheint ein feindlicher MG-Schütze zu sein. So, wenn ich jetzt aussteige, um meinen Panzer zu reparieren, ist er weg. Gerade noch. Jetzt muss ich aber raus. Oh, ja, das... Jetzt hänge ich da auch noch dran fest. Das ist echt zu... nicht zu glauben. So, jetzt ist es aber auch gleich schon vorbei. Da wird wohl nicht mehr viel gehen. Nee, das ist immer Wahnsinn, wie schnell das geht. Aber jetzt ist eh gleich vorbei. 30 Sekunden noch. Mann! Wäre ein Glückstreffer gewesen. So, ja. Wir haben zwar gewonnen. Wahrscheinlich, weil wir die mal mehr Kills gemacht haben. Oder warum? Gehe ich jetzt mal von aus, weil Flaggen hat es keiner geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, was uns das hier gebracht hat. Wahrscheinlich skilltechnisch wieder ordentlich Minus. Wo sind wir denn gelandet? Ach, ziemlich weit unten, aber 12,5. Sieht ja noch einigermaßen aus. Ja, gut. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder aufs Schlachtfeld ziehen. Und tschüss.